Leute, ich stehe hier gerade vor dem Tudor City Apartment Komplex, aka das Haus von Norman Osborn in dem ersten Tobey Maguire Spider-Man Film. Und es ist echt absolut krass, hier gerade davor zu stehen. Ich zeige euch jetzt das Haus nochmal im Genauen. Hier ist das Haus. Also es sind eigentlich drei Wohnhäuser mit ganz vielen Apartments drin. Und einfach ganz viele Apartments drin. Aber in dem Film ist es einfach eine Villa. Und zwar die Villa von Norman Osborn. Ihr kennt es vielleicht aus dem ersten Tobey Maguire Spider-Man Film. Im Film sah das irgendwie ein bisschen anders aus. Das haben die für den Film irgendwie damals ein bisschen bearbeitet. Ich weiß auch nicht. Aber das ist auf jeden Fall das Haus, diese drei Häuser, soweit ich weiß. Auf jeden Fall extrem, extrem. Falls euch die ganzen Adressen von den ganzen Locations interessieren, dann lasst ein Like da und falls die Kommentare aktiviert sind, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, weil das würde mich echt interessieren. Dann kann ich auch noch mal ein eigenes Video machen, wo ich halt die ganzen Adressen von den Locations euch sage, wie ihr da auch hinkommt und alles drum und dran. Also schreibt mir gerne, wenn ihr die Adressen haben wollt. Leute, wir warten jetzt hier gerade vor der Roosevelt Island Tramway, weil wir fahren gleich auch mit der Roosevelt Island Tramway. Und falls ihr nicht wisst, was es ist, ich denke, die meisten von euch haben den ersten Spider-Man-Film gesehen. Und das ist diese Gondel, die ja Spider-Man rettet, wo dann der grüne Kobold sagt, entscheide dich zwischen dieser Gondel oder MJ. Und da vorne ist auch die Brücke, wo das Ganze passiert. Wir fahren quasi mit der Tramway über die Brücke rüber und ich denke, das wird absolut krass, wenn man den Film gesehen hat. Und jetzt heißt es erstmal anstehen, dann kaufen wir unser Ticket und dann fahren wir mit der Tramway. Jetzt sind wir auf jeden Fall in der Gondel drin und gleich fahren wir los. Also es gibt ja die Brücke zusammen mit der Tramway
aus 2003. Eines der Lego-Sets zum ersten Spider-Man-Film. Wie schon gesagt, ich habe ein eigenes Video zu allen Lego-Sets zum ersten Spider-Man-Film gemacht. Ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt sind wir mit der Gondel nochmal zurückgefahren und ich muss sagen, es war echt ziemlich, ziemlich cool. Also ich kann es echt nur empfehlen, vor allem auch wenn man Fan von dem Film ist. Auf jeden Fall, ja.